Und willkommen zu einem neuen Video von mir, heute mal aus einer anderen Perspektive. Ich werde euch heute mit zum Friseur nehmen. Wundert euch nicht, dass ich hier ein Handtuch auf dem Kopf habe. Ich habe meine Haare jetzt gerade noch gewaschen. Also den Termin habe ich erst heute Nachmittag. Es dauert noch ein paar Stunden bis dahin. Aber ich wollte davor halt auch noch Videos für euch drehen. Und das Problem ist, meine Haare werden, seitdem sie braun sind, so schnell fettig. Das ist ganz komisch. Also ich habe direkt nach einem Tag das Gefühl, dass sie strähnig sind und ich muss dann Trockenshampoo oder sonst was reintun. Gestern habe ich dann gedacht, das hält bis heute noch, aber auf keinen Fall und so wollte ich jetzt nicht zu meinem Friseur gehen. Das wäre mir dann unangenehm gewesen. Und genau, deswegen habe ich mir die Haare jetzt gerade noch gewaschen. Ich möchte heute auf jeden Fall etwas an der Farbe verändern, weil ich ja nicht mehr so ganz zufrieden bin, wie es jetzt gerade ist. Was ich genau machen lasse, werdet ihr gleich sehen. Ich muss jetzt erstmal auf den Paul warten, weil der auf den Louis aufpassen soll. Und dann gehen wir auch los. Ich muss euch gestehen, ich habe schon Weihnachtsdeko gekauft. Ich habe mir einen XXL-Weihnachtsmann geholt. Ich habe den gesehen und habe mich einfach so darin verliebt. Und deswegen ja, musste der mit. Den habe ich bei Action gekauft. So, hier könnt ihr nochmal sehen. So sieht der aus. Das war der allerletzte in Weiß und ziemlich viele Leute im Action haben mich darauf angesprochen, dass die den auch gerne hätten. Aber ja, den gab es halt nur noch in Rot und da fand ich ihn noch nicht so schön. Das Einzige, was blöd ist, ich habe hier eine Lichterkette dran und die funktioniert nicht. Aber mein Gott, deswegen werde ich ihn jetzt nicht zurückbringen. Dafür gefällt er mir zu gut. Louis, wartet auf den Papa? Hm? Oh, ich bin so verliebt in diesen Hund. Das Blöde ist nur, der ist so unfotogen. Das ist echt schade, sonst würde ich auch mal mehr Fotos von ihm hochladen. Aber seine Schönheit, das hört sich blöd an, aber seine Schönheit kommt nicht rüber in der Kamera. Hier sitze ich dann schon beim Friseur und ihr könnt sehen, wie es vorher aussah. Das ist übrigens mein Friseur, der Ferhat. Auf den schwöre ich. Also ich würde, glaube ich, nicht mehr so schnell woanders hingehen. Und hier könnt ihr sehen, er hat mir halt einfach Balayage-Strähnen reingemacht. Und da habe ich mir meine Haare selbst geföhnt. Und ja, das ist dann quasi das Ergebnis. Mir persönlich gefällt es echt gut. Ich sitze jetzt im Auto und ihr seht, meine Haare sind jetzt wieder blond und ich fühle mich so total wohl. Ich finde es super, dass der Ansatz jetzt so schön dunkel geblieben ist und dann die Spitzen und die Längen halt einfach heller sind. So wollte ich meine Haare schon sehr lange haben. Mir hat das Braune sehr gut gefallen, aber viele meinten zu mir, Kim, das ist zu hart, Kim, das ist zu dunkel. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken und mich länger im Spiegel anzugucken. Und dann dachte ich mir so, ja, eigentlich haben sie recht. Und deswegen, ja, bin ich halt jetzt nochmal zum Friseur gegangen. Ich war jetzt bei der Friseur Köln, da gehe ich immer hin. Also seit 2, 3 Jahren gehe ich dahin. Und ich kann euch die sehr weiterempfehlen. Falls ihr noch nach dem passenden Friseur sucht, dann geht da auf jeden Fall vorbei. Ich verlinke die euch mal in der Infobox, weil ich hatte früher so viele Fails. Ne? Ich hatte verschieden lange Haare, dann wurden sie zu kurz geschnitten. Dann hatte ich mal grüne Haare und mal gelbe Haare. Ich sah auch schon mal aus wie ein Streifenhörnchen. Ist alles schon vorgekommen bei mir. Und ja, durch der Friseur Köln habe ich halt den Glauben an die Friseure wieder gewonnen. Ich werde jetzt nach Hause fahren und den Paul überraschen. Der wird sich nämlich jetzt ansehen, was mit meinen Haaren passiert ist, denn Paul liebt blonde Frauen. Und ja, deswegen mal schauen, wie es ihm gefällt. Ich glaube, er hat schon lange darauf gewartet. Okay, Leute, ich habe mir jetzt überlegt, ich komme wie so ein Axtmörder von der Terrasse. Mal sehen, wie er reagiert. Oh, na toll, er hat die Rollläden runter. Ne, ich glaube jetzt nicht von außen, das wäre assi. Da muss ich einmal hier ringsrum gehen und ihr seht gar nichts. Lalalala. Ein Satz mit X, das war wohl nix. So, jetzt bin ich am Eingang. Ich finde das so krass. Also ich fand das am Anfang komisch runter zu gucken und es war braun und jetzt gucke ich runter und es ist blond. Ich denke so, that's me. So, ich zeige euch noch kurz meine neue Fußmatte. Die hat nur 3,99 € bei Ikea gekostet. Da habe ich die einfach eingepackt. Louis, ich bin's doch nur. Hallo. Hallo, Geburtstagskind. Der hat heute Geburtstag. So, Paul. Oh, jetzt war das fuchsiert nicht. So, jetzt. Wie findest du's?
Also ich finde dich immer schön. Oh. Aber jetzt, wie findest du die Haare? Ja, also ich finde das sehr schön. Ich mag das Blond sehr gern und ich kenne dich auch als Blondine. Von daher finde ich das schon ganz cool und auch besser als vorher, ehrlich gesagt. Und du findest, dass es oben noch heller sein müsste? Man kann es auf jeden Fall noch heller machen, ja. Okay, weil ich habe ja schon eben im Auto gesagt, der Paul liebt blond. Und sie. Und Louis gefällt es bestimmt, weil ich wieder seine alte Mama bin. Oh. Hallo. Dann würde ich das Follow Me Around hiermit beenden. Also wie gesagt, mir gefallen die Haare super gut. Und ich finde das auch sehr schön, dass es oben immer noch so schön dunkel ist, weil das war mir besonders wichtig daran. Und meine Haare haben hier unten so einen leichten Graustich. Ich hoffe, ihr habt das eben gut gesehen. Ich hoffe jedenfalls, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Haare euch am besten gefallen haben. Das ganz blonde, das ganz dunkle. Oder das hier jetzt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao.